Aber der spielt am meisten nur auf PS3, also. Oh, dein Ernst? Ja, der spielt eigentlich nur PS3. Was ist los? PS3 ist die beste Konsole. Das stimmt. Aber jetzt kommt ja die PS4. Mal gucken, wie gut die abschneidet. Die habe ich morgen. Die weg kann. Du, was? Ich muss sagen, hier die PS4 würde mich auch interessieren, aber was sich auf jeden Fall nicht interessieren wird, ist die neue Xbox. Die ist mir total langweilig. Also wenn ich morgen den ganzen Tag online bin, ne, außer jetzt in der Arbeit und so, ne? Also okay. Wenn ich jetzt von der Arbeit direkt den ganzen Tag nicht online bin und die ganze Nacht durchsuchte, ne? Dann bin ich nicht da. Also dann bin ich im Suchten. Ja, ist mir egal. Wer von euch beiden rauscht so und hakt die Daumen ab? Jetzt, dein Mikrofon ist wieder richtig geil. Ey, mein Rechner ist immer weiter weg von mir. Ich weiß, aber du hast gerade so eine komische Stimme. So nicht so ein schönes Gehalle. Als ob du wieder in so einem leeren Raum sitzen würdest. Obwohl, komm mal lieber ran, ich bin gleich hier rot der Folge. Ja, ich bin ja schon da. Er spielt Transporter. Er spielt Transformers. Transporter? Piep, piep. Transporter, genau. Mhm. Halt, stehen bleiben. Transformers. Naja, die Hälfte kippt's halt darüber oder daneben, aber fast drauf. So, scheiße, verdammt, ich drehe hier auch, oh, nö. Herr Dapfer, bist du? Hört immer auf damit. Nervig. Okay, geht los. Boah, wer macht das scheiße Geräusch da? Das bin ich! Ich kann's halt! Boah, Alter! Hör auf! Wieso das denn? Alter, das tut doch den Ohren weh. Das ist gut so. Halt den Ohren. Bring dich gleich um! Ja, tu's doch! Los, Gewehr! Tu dich! Nils, sei leise. Nils, backen, achso, dass ich wieder mal entländer wird. Komm her. Wo willst du denn jetzt hin? Das, was du letztes Mal vergessen hast, du Idiot. Wieso ich? Du bist gefahren, nicht ich. Nein, du. Oh. Ihr seid beide gefahren. Eine ist. Nee, Nils, du bist gefahren, nicht ich. Ey, ich fahr immer gerade. Tja, auch du. Ich wollte die Spur erstmal gerade ziehen, Wii. Das aber war es aber du, nicht ich. Was du da gerade verloren hast. Hä? Als wenn ich so besoffen war, Trecker vor. Du bist dauerbesoffen, Junge. Er ist ein starker Seife. Starker? Er ist ein Kampftrinker. So ist es. So ist es. Okay, gegen einen gewissen Personen, die ich jetzt nicht nennen werde, fällt mir P an und. Und ich glaube, Nils, musst du wissen, wen ich meine. Haben wir, glaube ich, keine eine Chance, ne? Beverly hat das gefährliche Gesicht. Nein, nicht B. P. Achso. Der Ex-Freund von Janine. Gut, er weiß nicht, wen ich meine. Alles klar. Oder André. Wer ist das denn? Fräse? So. Ey, Junge, du bist so bescheuert, ne? Oh, naja, du bekommst Ärger, nicht ich. Egal. Ey, ist die Viertelstunde schon rum eigentlich? Schon lange, außerdem nehme ich einen 10-Minuten-Patz auf. Achso. Ist für mich bequemer. Ist Sand raus? Weiß nicht. Sand? Ja, ist Sand. Raus. Ja, ist gut. Alles klar, er ist raus. Gott sei Dank. Jetzt leckt das hier. Wieso bist du wieder da? Internet ist abgekackt, Entschuldigung. Ich sag ja, scheiß Bambusleitung. Dann kommt es von ihm. Ja, kauft doch mal eine neue Leitung, du scheiß Knecht, Alter. Hallo, ich krieg nach dem Sommerferien gute Leitung, also fickt euch. Ja,
Oh, Alter. Wie voll bist du? Immer wieder das Gleiche. Ich bin gleich voll. Noch 2%. Noch 1%. Bin voll. Minus 1%. Ja, genau. Beim Container minus 1%. Wie geht das denn? Wie kann die Mülle, wie kann die Hülle eines Fasses zum Beispiel vom Volumen minus betragen? Geht doch gar nicht. Container können doch nie eine Minusbeträge haben. Das ist gar nicht möglich. Benny, gib Gas! Ja, ich bin unterwegs, du Scheißbauer! Meine Güte! Müssen wir Nitro in eure Trecker einbauen! Ja, genau. Hat's zusammen gegen jeden Baum, oder was? Ja? Ja? Schnauze. Hör auf zu heulen. Immer wenn ich hier bleibe. Immer wenn ich bleibe. Schwuchtel. Das hab ich nicht schon wieder gemacht. Schwuchtel, fertig. Ach so. Jetzt habe ich ihn gebraucht. So, bitteschön. Jetzt mache ich erst eine kleine Pause. Ja, genau. Reck dich, streck dich und dann klatscht dir eine rein. Ist das eklig? Was eklig? Wenn der Rücken so nass ist und du am Leder dran bist, Alter. Das kenn ich. Das ist so ekelhaft, das hab ich genannt, das hab ich auch. Und dann, wenn du diese Schöne nach vorne beugst und das klärst und die ganze Haut klebt am Leder ein. Das ist richtig spaßig. Oh, ist das wieder nicht, Alter. Und dann auch am Rücken, ey. So, ja, ja, das ist echt göttlich, so was. Dein Aussehen ist bäh. Du bist auch nicht besser. Ich wundere mich, dass die Weiber bei Knuddels sich nicht melden. Wegen Hässlichkeit. Ja, die melden sich doch. Ich meine. Er versteht nicht, was ich meine. Vergiss es, ey. Das lohnt sich ehrlich nicht, dir zu erklären. Doch, das lohnt sich. Okay, also für ganz schöne Dummies. Kannst du ankommen? Es wundert mich, dass die Weiber sich nicht beim Server beschweren, dass eine hässliche Schablacke wie du sie anschreibst. Aber da gibt es so viele hässlichere Leute als mich. Ja, das Ding ist aber, Frauen denken immer, sie sind die schönsten, egal ob hässlich oder schön. Das sind Frauen. Wir Männer sind mit uns selber. Nein, man, aber die Jungs ja! Wir Männer uns Männern ist es meistens egal. Es gibt sicherlich auch solche Pussys, die denken, ja, ich bin King, weil ich gut aussehe, bla bla bla. Aber deswegen hat auch so ein fettes Rentier hier an deiner Seite. Aber in der Frauenwelt sind fast alle Frauen genauso. Die meisten sind so. Sie denken immer, ja, ich bin der Schönste, bla bla bla. Auch schon die Inti ihre Nacktfotos gezeigt hat. Boah. Hör auf, mir sowas hier reinzuladen. Ehrlich, sowas ist. Damit kannst du jetzt wirklich belangt werden. Schwöre ich dir. Ist sie. Wie alt ist sie? Ey, kein Kommentar dazu. Lass das jetzt. Das gehört hier nicht rein. Okay. Bleib in das Schreiben. Ich klatsch dir. Weil das sehen die ja nicht. Ich klatsch dir eine morgen. Schwöre ich dir. Lass das. Alles klar. Haha. Wie willst du mir morgen einen klatschen, wenn ich morgen da bin? Er kommt hier, er kommt dich aufsuchen. Du, ist egal, dann komme ich dir in dieses verfickte Dorf, wo du wohnst, und tritt da jede Tür ein, bis ich dich finde, und ich schwöre, ich finde dich. Mensch, Benny, wo bleibst du schon wieder? Es kann doch nicht angehen, nur jedes Mal muss ich hier 20 Stunden warten, bis du bei mir angekommen ja, bist. Ja, ist halt so. Nee. Doch. Ich hab noch nie was gemacht. Ja, du machst noch nie was. Nee, dann nicht. Nein, ganz und gar nicht. Schmuckte. Ja. Aber ich Minecraft spiele. So, liebe Leute, das Video ist auch nicht zu Ende. Ich will mich dann ab hier schon mal verabschieden. Ey. Und es hat mich gefreut, mit diesen beiden komischen Vögeln, besonders mit hier jetzt 5 Cent Stück.
aufzunehmen. Mit Nils mache ich das dann nicht zum ersten Mal hier. Ich bin böse. So, und Zane ist natürlich schon auch, ist ja auch auf dem neuen Server dabei, auf dem neuen Video dabei gewesen mit Zane Ready to Die. Leider ist es ja unser Online-Server abgeschmiert, was mich echt ankotzt und ihn genauso. Und wir schaffen es irgendwie nicht selber zu zocken, weil irgendwas dauernd sagt Error. Wieso? Keine Ahnung. Ich verstehe es selber nicht, aber so ist es halt. Nun ja. Schreibt mir wie immer was rein, wenn es euch gefällt oder nicht gefällt oder was, oder euch irgendwas über diese beiden Vögel hier oder über mich auffällt und. Abonniert mich! Nein, macht ihr nicht, das sagst du lieber. Lohnt sich nicht. Nein, lohnt sich nicht. Ich meine jetzt mich, ne, nicht ihn. Könnt ihr stalken und was ihr macht, was ihr wollt mit ihm. Bestalkt ihn, schreibt Kommentare rein, macht Daumen hoch, runter, in Massen ist mir ehrlich, egal was ihr macht. Bei mir reinschreiben, was euch so gefiel, was euch nicht gefiel, weil das würde mich echt interessieren. Schnauze. Wer ist da? Hä? Betritt den Server. Aha, sehr schön. Auf jeden Fall will ich Kommentare von euch gerne haben, damit ich genau weiß, was ich in meinem nächsten Let's Play so besser machen kann und was nicht. Oh, Junge, wer schreibt mir jetzt sicherlich hier Saint, ey, der Schwuchtel. Ja, wenn ihr jetzt den Namen gehört habt und ihr den auch schreiben könnt, ich hoffe, man weiß das. Könnt ihr auch diesen komischen Vogel da namens 510 Stück hier mal besuchen und seine verfickten Videos angucken? Ich schwöre, ihr werdet euch totlachen. Das ist wirklich ein absoluter Schwachsinn, den er da aufnimmt. Okay. Seine Sache, aber egal. Er meint, das ist so gut. Das ist ein gutes Video in puncto Intro. Hm? Geiles Intro. Boah, da mit seiner komischen Fresse da so macht, ne? Naja. Das ist ehrlich, ihr werdet sowas. Das ist eine perfekte Maus, ja. Ihr werdet sowas von lachen, wenn ihr das seht. Geht da hin, macht euch ehrlich den Spaß und schaut euch mal echt deine Videos an. Das lohnt sich wirklich. Sich diesen Scheiß echt mal anzugucken und schaut darüber auch irgendeinen Scheiß. Das lohnt sich wirklich. Okay. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal und viel Spaß, ne? Tschüss! Tschüss!